Hallo, mein Name ist Dimitrios und in diesem Video zeige ich dir, wie du im PESA-Shop alles rund um den Versand konfigurierst. Dazu gehst du erst auf Versand, Voreinstellungen. Auf dieser Seite kannst du festlegen, ob generell ein Zuschlag zu den Versandkosten berechnet werden soll, zum Beispiel 2 Euro. Beachte, dass dieser Betrag immer zuzüglich Mehrwertsteuer ist. Natürlich kannst du auch Versandkosten festlegen, ich zeige dir gleich wie. In dem Fall ist vielleicht ein Zuschlag es gar nicht notwendig, also würdest du diesen Wert auf 0 setzen. Falls du in deinem Shop kostenlosen Versand anbieten willst ab einem gewissen Betrag, kannst du dies in diesem Feld eintragen. Zum Beispiel, wenn du 49 einträgst, beachte, dass hier hinten Euro steht, dann ist der Versand ab 49 Euro Bestellsumme für deine Kunden kostenlos. Alternativ kannst du auch den Versand ab einer gewissen Menge, in dem Fall Kilo, kostenlos anbieten. Dies wird viel seltener benutzt, doch diese Option steht dir zur Verfügung, weil die Bedingungen in deinem Shop dies erfordern. Du musst deinem Shop einen Standardversanddienst zuordnen. Hier kannst du einen Versanddienst, den er schon angelegt wurde, ich zeige dir gleich wie, als Standardversanddienst auswählen. Oder du lässt dynamisch immer den mit dem besten Preis oder mit der besten Geschwindigkeit auswählen. Sei unbesorgt, wenn diese Optionen dir noch unklar vorkommen. Sobald ich dir gleich zeige, wie man die Versanddienste anlegt, wird das hier mehr Sinn machen. Wenn auf der Bestellseite mehr als ein Versanddienst verfügbar sein soll, weil du zum Beispiel verschiedene Optionen anbietest, so kannst du hier mit Sortieren nach und Sortierreihenfolge festlegen, in welcher Reihenfolge diese dargestellt werden. Du kannst diese entweder nach Position darstellen, das heißt so wie du diese manuell festgelegt hast, oder du kannst sie automatisch nach Preis sortieren lassen. Wenn du zum Beispiel Preis auswählst und aufsteigend als Sortierreihenfolge, so werden die Versanddienste mit dem kleinsten verfügbaren Preis als erste angezeigt. Vergiss nicht, deine Einstellung am Ende zu speichern. Nun gehen wir auf Versanddienste. Wie du hier sehen kannst, muss ein Versand nicht unbedingt bedeuten, dass etwas versendet wird. Zum Beispiel haben wir hier eine Versandart, die Abholung Geschäft heißt. Im Grunde sind Versanddienste nichts anderes als die Beschaffungsmöglichkeiten, die der Kunde im Checkout haben soll. Wenn der Kunde natürlich etwas im Geschäft abholt, dann muss er natürlich auch keinen Versand bezahlen. Du hast die Möglichkeit zu sagen, dass eine bestimmte Option keine Versandkosten verursacht. Dazu klickst du einfach in der Spalte Versandkostenfall auf das entsprechende Symbol, um den Status jeweils zu deaktivieren oder zu aktivieren. Zusätzlich kannst du hier die Reihenfolge festlegen. Dies wirkt sich darauf aus, wenn du im folgenden Schritt die Sortierung nach Position festgelegt hast. Um die Position zu ändern, klickst du einfach mit der Maus auf dieses Zeichen und verschiebst es auf eine andere Position. Um einen neuen Versanddienst hinzuzufügen, gehe oben auf Versanddienst hinzufügen. Auf dieser Maske kannst du die einzelnen Einstellungen vornehmen zu dem Versanddienst. Dazu erstmal der Name des Versanddienstes, zum Beispiel könnte das DHL sein oder auch etwas wie Lieferung nach Banküberweisung. Die Lieferzeit ist, wie lange es dauert, bis etwas geliefert wird. Zum Beispiel 3 Tage. Du kannst einen vollständigen Text hier eingeben, der das genauer erläutert. Bei Liefergeschwindigkeit trägst du allerdings nur eine Zahl zwischen 0 und 9 ein. Diese zeigt PESA-Shop, wie schnell dieser Dienst im Verhältnis zu all den anderen Diensten ist. Dies ist dann sinnvoll, wenn du im vorigen Schritt, wo wir die Voreinstellungen und die Sortierung der Versanddienste vorgenommen haben, Sortierung nach bester Geschwindigkeit ausgewählt hast. Eine Tracking-URL wirst du in der Regel von dem Versanddienst erhalten, mit dem du zusammenarbeitest. Wenn der Kunde etwas bestellt hat, kannst du eine Tracking-Nummer zu der Bestellung hinzufügen. Anschließend kann der Kunde in seinem Kundenbereich mit Hilfe der Tracking-URL nachprüfen, wie der Status seines Pakets ist. Hier kannst du festlegen, ob bei diesem Versanddienst der Zuschlag, den wir vorhin in Voreinstellungen hinzugefügt haben, einberechnet werden soll. Du kannst auch festlegen, ob mit dieser Option keine Versandkosten anfallen. Du kannst die Mehrwertsteuer aussuchen zu den Versandkosten und du kannst festlegen, was passiert, wenn bestimmte Limits überschritten werden. Zum Beispiel, wenn ein gewisses Gewicht überschritten wird, wenn zum Beispiel dein Versanddienst nur bis zu 30 Kilo verschickt, dann kannst du sagen, dass der Versanddienst nicht verfügbar sein soll.
oder du kannst zusätzliche Versandkosten dafür verlangen. Wie du das machst, ist folgendermaßen. In dem Bereich hier unten haben wir diese Preisspanne. Nun können wir hier einen bestimmten Betrag festlegen für bestimmte Gewichte. So können wir zum Beispiel sagen, dass Pakete von 0 bis 10 Kilo und mit Versand in Europa 5 Euro kosten. Dies bestätige ich, indem ich auf neue Spanne hinzufügen klicke. Nun kann ich festlegen, dass von 10 bis 30 Kilo der Versandbetrag 7,50 Euro beträgt. Bitte beachte, dass diese Beträge immer in Netto angegeben werden. Und zu guter Letzt kann ich sagen, dass Pakete von 30 Kilo bis zum Beispiel 99 Kilo 15 Euro kosten. So kann ich zum Beispiel für sehr große Bestellungen, die nicht mit einem Paket lieferbar sind, weil dein Versanddienst zum Beispiel nur bis 30 Kilo liefert, einen Zuschlag definieren. Dies ist in der Regel besser, als einen Versanddienst zu deaktivieren. Alternativ zu der Aufteilung nach Kilo kann ich Wahl der Preispanne nach Gesamtbetrag das gleiche machen. Klicke ich auf nach Gesamtbetrag, so ändert sich dieser Abschnitt unter Preispanne insofern, dass gewisse Versandkosten anfallen können, wenn die Bestellsumme innerhalb eines gewissen Betrags ist. Zum Beispiel kann ich sagen, dass alles zwischen 0 und 49 Euro Versandkosten von 6,90 Euro haben. Alles, was über 49 Euro ist, versandkostenfrei ist. Dies ist eine alternative Möglichkeit zu der, die wir vorhin gesehen haben, unter Voreinstellungen bestimmte Bestellungen unter gewissen Bedingungen versandkostenfrei anzubieten. Bin ich mit meiner Eingabe zufrieden, so gehe ich auf Weiter. Hier kann ich, muss aber nicht, bestimmte Größen für ein Paket festlegen. Genauso kann ich ein gewisses maximales Gewicht festlegen. Gebe ich zum Beispiel hier 30 Kilo ein, so steht dieser Versanddienst nicht zur Verfügung, wenn das Bestellte schwerer wiegt. Auf die Weise, in Kombination mit den Preisspannen, kann ich für verschiedene Versanddienste in meinem Shop zur Verfügung stellen, je nachdem was bestellt wird. Auch kann ich bestimmten Kunden bestimmte Versanddienste zur Verfügung stellen und anderen nicht. Auch kannst du bestimmte Versanddienste bestimmten Kunden zur Verfügung stellen und anderen nicht. Dies machst du mit Hilfe der Kundengruppen. Dazu markierst du einfach hier die Kundengruppen, die diesen Versanddienst benutzen dürfen. Beachte jedoch, dass du diese Kunden zu der jeweiligen individuellen Gruppe, wie zum Beispiel VIP-Kunden, vorher individuell hinzugefügt haben musst. Damit sind wir mit dem Anlegen eines neuen Versanddienstes fertig. PestaShop bietet dir auch die Möglichkeit, verschiedene Dienste der Logistikunternehmen in deinen Shop direkt zu integrieren. In dem Fall brauchst du in aller Regel hier keine Versanddienste manuell anzulegen, weil dies entsprechende Module für dich tun.